Er hatte zwar eine Wohnung und ein Jute zu Hause und so, aber was er getan hat, er hat nichts mit Miete oder sowas zu tun, sondern einfach, dem ist nichts. Der soll dafür seine Tat verantwortlich gemacht werden, wer der ist. Stellt uns hin, als wenn wir hier beschuggen wären. Nee, 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 nee. Und erreichen Sowas. weitere Neuigkeiten zum Skandal rund um die Minengesellschaft Hyphen, der die Kleinstadt Haven Springs erschüttert und deren Ratsversammlung gerade Schauplatz einer schockierenden Enthüllung war. Barbesitzer und Ratsvorstand Jed Lucan gestand den Anwesenden unter Tränen, dass er vor 12 Jahren bei Hyphen an der Vertuschung von 7 Todesfällen beteiligt war. Bei einer unzulässigen Sprengung im vergangenen Monat, die dazu diente, weitere Inspektionen zu verhindern, sollte zudem der tragische Tod von Gabe Chen vertuscht werden. Mr. Lucan wartet in Polizeigewahrsam auf seine Anklage. Wir haben noch mehr über die Ereignisse zu berichten, wie etwa über den Rücktritt von Typhon CEO, mögliche Auswirkungen auf den Markt und auf Ihre Pendelzeit. Zumal er auch uns. Ja, die Stille ist schlimmer. Ich brauche etwas Luft. Ja. Zumal er uns auch umgebracht hat. Oder er wollte es zumindest. Jetzt, wo ich all meine Stärke und Willenskraft zusammengenommen habe, bin ich bereit, vom Bett aufs Dach zu gehen. Und hätte uns, oder hätte hier Heaven Brauche ich Springs ein Porträt von Charlotte Harmon? die heile Ja, Welt. ich glaube, ich brauche ein Porträt von Charlotte Harmon. Die heile Welt den Leuten da vorgespielt, ne? Naja, nee, 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 nee. Sowas verachte ich. Es gibt Sachen, die kann man verzeihen, weil man sieht ja auch das Gute in Menschen. Aber jetzt hier wie Freimiete und Freiessen und Getränke und bla bla bla. Komm, mein Bruder, mein Vater, auch nicht wieder. Und ja, sie wäre auch nicht da. Also er hat geschossen. Ob das jetzt ein Gummigeschoss war oder ein Streifenschuss, das weiß ich jetzt ja nicht mal so. Aber er hat's getan, er hat abgedrückt. So, fertig ist. Also sowas kann ich nicht verzeihen, tut mir leid. Ja? Also, bitte. Also. Nee, nur um sich selber als Held hinzustellen. Das ist egoistisch. Charlotte Harmon, hallo Freunde. Ich habe beschlossen, meine Kommission wieder zu eröffnen. Ich denke, dass wir im Moment alle nach Wegen suchen und zu beschäftigen und Kunst war immer meine Lieblingsmethode. Also meldet euch, falls ihr ein Porträt haben wollt. Ich versuche meine Preise gering zu halten und biete einen Rabatt für eure erste Kommission. Tolle Neuigkeiten. Sollen wir im Laden anrufen? Das passt mir. Jesse Taker, wie auch immer. Hey Haven, The Record Traders akzeptiert derzeit Bewerbungen. Bewerber mit Erfahrung im Einzelhandel oder Radio haben Vorrang. Füll eine Bewerbung auf unserer Website aus. Bewerbungsgespräche finden nächste Woche statt. Irre. Okay, ich bewerbe mich auf jeden Fall, falls die 16-Jährige einstellt. Lol, aber gibt es plötzlich eine freie Stelle? Wer ist gegangen? Noch niemand. Um ehrlich zu sein, habe ich ein Auge auf den Ausgang. Ich suche nach neuen Abenteuern. Oh, Himmel, wir werden dich vermissen. Gleichfalls, Kleiner. Oh, Steph. Steckt euch die dauerhafte Unterstützung sonst wohin? Echt, will ich auch gar nicht durchlesen. Der Ausdruck aktuelle Ereignisse dominiert diesen Artikel ja richtig. Aufgrund aktueller Ereignisse öffnet die Blankländer bis auf Weiteres nicht zu den üblichen Geschäftszeiten. Oh. Stephen Ryan. Ryan, Alex, bitte geh ran. Lass uns so bald wie möglich wissen, dass es dir gut geht. Ich bin mir echt sicher, dass du. Das war ja alles von. Ja, das war ja halt, wo sie mich erreichen wollten. Das brauche ich jetzt ja nicht mehr vorlesen. Das ist ja schon uralt. Arthur. Tut mir leid, ich rede im Moment nicht mit der Presse. Bekomme zu viele Anfragen. Achso, Alex. Arthur Johns von der New York Telegram. Wir wollen deine Geschichte für unsere laufende Teil von Berichterstattung. Wann hast du Zeit, mit mir zu telefonieren? Tut mir leid, ich rede im Moment nicht mehr mit der Presse. Bekomme zu viele Anfragen. Wann hast du erfahren, dass dein Vater in Heaven Springs gewohnt und mit Jed Lucan gearbeitet hat?
Wie hast du dich gefühlt, kann er nie hören? Als du erfahren hast, dass Jed Lucan für den Minenunfall verantwortlich war, der deinen Vater tötete. Warum hat Jed Lucan deiner Meinung nach sein Verbrechen gestanden? Ja, weil ich ihn richtig emotional in der Seele geredet habe. So richtig tief hineingeblickt habe. Und er eingeknickt ist, weil er wusste, was das für ein Fucker ist. Dieser Anrufer wurde geblockt und so. Ja, würde ich auch tun. Oh mein Gott, ich habe gehört, was passiert ist. Du wolltest nicht erwähnen, dass du ein Superheldin bist, als ich dir gestern getextet habe. Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Ha, danke, Kumpel, ich auch. Ach, der Ethan. Der ist so cute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Alex. Mein Herz bricht, wenn ich daran denke, was du durchgemacht hast. Niemand sollte das erleben müssen. Ja, du hast auch viel durchgemacht, Charlotte. Denk dran, dass Ethan und ich für dich da sind. Danke, Char. Was du getan hast, war nicht einfach. Ich werde es nicht vergessen. Das Ding ist ja auch, viele haben ja auch zu uns gehalten, außer Eleanor. Verstehe zwar nicht warum, aber gut. Dagi, liebe Alex, du hast in den letzten Wochen schrecklich viel durchgemacht. Doch deine Widerstandskraft und dein Mut erstaunen mich immer wieder. Ich habe keine Zweifel, dass du diesen Affront gegen deine Person mit derselben Anmut überstehen wirst, die du mir gegenüber während unseres Tanzes auf dem Frühlingsfest gezeigt hast. Ein Moment, den ich nicht vergessen werde. Bitte denk dran, dass wir für dich hier sind. Mit freundlichen Grüßen, Ryan McAllister. Ich weiß es zu schätzen, dass du für mich eingetreten bist, Ducky. Meg schreibt, hey Chen, hätte nicht gedacht, dass du Typhon echt drankriegst. Du bist mutiger, als ich je gedacht hätte. Jetzt schuldest du mir einen neuen Job. Mann, fang im Blumenladen an, kauf Hotdogs, verkauf Hotdogs, geh fischen oder sonst was. Ich bin froh, dass es dir gut geht, wirklich. Ha, danke, Meg. Oder mach mit deiner Freundin Riley hier College oder was weiß ich. Warte mal. Ah ja, gut, jetzt fängt's an. Ryan schreibt, als ich aufwuchs, war Pa mein Held. Und nach dem Unfall war er der Held der ganzen Stadt. Es war das beste Gefühl der Welt zu wissen, dass andere ihn genauso sahen wie ich. Ja, der war ja auch netter, ne? Aber das war alles nur, um was zu vertuschen. Und niemand hat es hinterfragt. Selbst als die seltsamen Anrufe begannen, die langen Nächte des Abschließens seines Büros, wenn er das Haus verließ. Aber es waren alles Lügen und jetzt kenne ich die Wahrheit, weil du sie uns gezeigt hast. Lass es mich wissen, falls du Hilfe brauchst. Ich bin hier. Und Ryan hat auch. Es war sein Vater und es ist natürlich schwierig, als Sohn zu begreifen, dass sein Vater ein Monster ist. Ja, und er hat uns geglaubt. Uns. Warum sollen wir? Ich meine, warum sollen wir, der uns hilft, der uns. Ja, der zu uns ist, bla. Warum sollten wir ihn denn fertig machen? Für was? Es gibt doch denn gar keinen Grund. Bitte. Da ist man doch auf ewig dankbar. Also. Oh, das habe ich ja so mal. Das Gespräch, also diese Wortgewandtheit da auch, das ist, oh, das habe ich echt mit dir noch gerade. So ein Gewissensreden einreden oder nicht einreden, aber dieses Gewissensreden würde ich auch gerne mal können, aber dafür bin ich viel zu nicht so ruhig, sondern eher so über aufgebracht oder so. Warte mal, Alex, du bist unglaublich. Ja, du bist unglaublich. Bin ich da. Ne, genau, nochmal. Alex, du bist unglaublich. Ich bin hier für dich hier. Quatsch. Und ich bin für dich hier. Ganz gleich, was kommt. Ruf mich sofort an, wenn du was brauchst. Ich weiß. Danke, dass du zu mir gestanden hast. Das hat mir viel bedeutet. Natürlich könnte ich das nicht. Nach allem. Oh. Ich habe auch gesehen, die kleine Szene, wo Stefan gesagt hat, dass er uns glaubt und wir zu ihr blickten. Da hat Steph, glaube ich,
gesagt, also nicht gesagt, aber so mit ihren Lippen, I love you, gesagt. Fand ich cute. Hallo Alex, Jessica Martin ist von The Rock Mountain Gazette hier. Entschuldige, dass ich dich aus weiterem Himmel kontaktiere. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Wir arbeiten an einem Artikel über die Typhon-Kontroverse und ich würde gerne mit dir über deine Erfahrungen reden, offiziell oder nicht offiziell. Mir ist es im Moment nicht wohl dabei, darüber zu reden. Dein Wohlbefinden ist meine Priorität. Bitte melde dich bei mir über diese Nummer. Falls du deine Meinung änderst, vielen Dank für deine Zeit. Pass auf dich auf. Danke. Oh. Steff Freude? Hä? Ducky Traurigkeit, Steff Freude? Okay, das haben wir noch ja nicht gelesen. Steph versteckte ihre Gefühle gut. Vielleicht hat es etwas mit ihren Labs zu tun, dass sie weiß, wie man eine Persönlichkeit wie eine Maske trägt. Doch heute Abend konnte ich sehen, dass unter der echten Aufregung etwas Nervosität lag. Eine Stimme, die flüsterte, du müsst mit dem klarkommen, was danach passiert. Sie hat mich gefragt, ob ich mit ihr gehe, wie die Welt mit ihr ansehe. Und auf einmal ist mir klar, dass der weite Himmel über uns nur ein wenig anders von einem anderen Dach in einem anderen Ort aussehen würde. Und für einen Moment sehnte ich mich danach. Kleine Bühnen in kleinen Bars, ein geheimes Netzwerk aus Fremden, die darauf warten, weniger fremd zu sein, und wenn nur für eine Nacht. Ja, und das waren halt die Sätze, die dazu kamen. Dann haben wir noch Pike Angst. Hatten wir das? Nee. Es gibt die Art Bedrohung, die dich nachts wach hält, aufmerksam und verängstigt. Dann gibt es die Art, von der du nicht mal weißt, also schläfst du friedlich. Rate mal, welche denn davon dich eher umbringt. Ich dachte, ich wüsste, was Typhon ist, aber in Wirklichkeit hatte ich keine Ahnung. Pike wusste es und es machte ihm Angst. Der Horror des Zeugen, das gelähmte Publikum, gefesselt und gezwungen, sich dieselbe unvermeidliche Choreografie wieder und wieder und wieder anzusehen. Was hast du gesehen, Pike? Vor Gabe, vor mir, welche Geheimnisse musstest du bewahren und für wie lange? Ich dachte an Charlotte, wie ich ihre Wut hätte schlucken können, wie ich es nicht tat. Ich weiß immer noch nicht, ob es die richtige Entscheidung war, aber ich wusste, dass ich Pike auf meiner Seite haben musste, also tat ich es. Genau, das war nämlich das Ding, was ich auch dachte, weil Charlotte ihre Wut schlucken, habe ich ja sein lassen, aber ich habe Pike seine Angst geschluckt, sag mal. Aber ich musste ihn halt wirklich auf meine Seite ziehen, weil er ist ja sozusagen, wie sagt man, das Gesetz irgendwie. Und eine Angst zu nehmen ist was anderes wie eine Wut zu nehmen. Wenn man mal so denkt. Und das war dann wohl doch die richtige Entscheidung, Charlotte ihre Wut zu lassen, weil sie zum Schluss auf unserer Seite war. Und das an der Brücke, ja, das war ja dieser intime, nicht intime Moment, aber dieser Moment, wo sie sich wieder reklamisierte, wie das heißt. Ich glaube, nach der Folge muss ich erstmal mich mal reklamatisieren. So, Alex. Und dann kam ein Fragezeichen. Jet Alex, ja. Ich bin gut darin geworden, die Gefühle anderer in diesem Buch zu beschreiben. Selbst neue Gefühle. Komplizierte Gefühle. Ich könnte das Geheimnis ergründen. Die Worte finden. Aber ich weiß nicht, ob ich es hier tun kann. Ich weiß, dass etwas in mir widerhallt, mit etwas in Jet fand. Es griff ineinander und brachte uns näher. Ich sah es in ihm und es war, als betrittst du ein Haus, in dem du mal gelebt hast und siehst, was jemand anderes damit gemacht hat. Rasender Selbsthass, so grell, dass du ihn nicht ansehen kannst. Das sichere Wissen, dass du Fäulnis in alles weitergibst, was du berührst. Das feste Gefühl der Rolle, der Routine, der Zeilen, die du dir eingeprägt hast und die du hochwürdigst, um dich selbst danach zu hindern, dem Druck nachzugeben und der Wahrheit ins Auge zu blicken. Ich bereue nicht, was ich Jet angetan habe. Er ist ein Monster, egal was in seinem Herzen ist. Und Monster müssen erlegt werden. Aber jetzt, in den brennenden Ruinen, frage ich mich, ob ich all das verdiene. Obwohl das Monster fort ist, ist der Hass immer noch hier. Ich fühle es, eine Flamme in meinem Herzen, die wütend ausschlägt und mehr verbrennen will. Vielleicht ist es jetzt ein Teil von mir,
Jets letzte Narbe und die einzige, die nie heilen wird. Natürlich sind die Bewohner jetzt natürlich geschockt, weil sie jemandem vertraut haben. Ja, jahrelang vertraut haben. Und da ist natürlich diese Wut in dem Dorf jetzt. Also in dem Dorf. Nee, ja. Oh, ich bin durch. Anhänger. Vielleicht hat Papa das alles verdient. Aber ich bin froh, dass wir in seinen letzten Momenten bei ihm waren. Ja, oder wie sagen wir mal, die Enttäuschung. Enttäuschung ist ja auch so ein Gefühl von Wut und Traurigkeit. Ne? So, Krücken. Es war wohl das Adrenalin, was mich heute Morgen auf den Beinen gehalten hat. Jetzt sind das ein Haufen Ibuprofen. Und die hier. Ach, wir können uns ja nicht umziehen. Ist ja schade. Postkarte. Nach allem, was ich durchgemacht habe, klingt mitten im Ozean gerade gar nicht schlecht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier... Ach nee, schade, Skriptur haben wir uns ja schon angesehen. Örtliche Zeitung. Kommt bestimmt nicht oft vor, dass ein Lokalblatt die größte Schlagzeile überhaupt hat. The Rocky Mountain Gazette Skandal. Teilfamiliengesellschaft vertuschte 8 Todesfälle. Heaven Springs erschüttert von Enthüllungen. Die pittoreske Bergstadt Heaven Springs taumelt nach einer Reihe von Enthüllungen. Die Verbindung zum Tod von Gabrielle Chain gegen Diane Jacobs, die Betriebsführerin vor Ort, mit Aufsicht über die Erweiterung wird. Einfach unvorstellbar, was das Mädchen durchgemacht hat, sagt Frau Lietze. Frau Chen hat wiederholte Bitten. Bemühungen für Erweiterung sind angehalten und Bewohner fragen sich, welchen Einfluss dies auf den örtlichen Handel und den Immobilien hat. Ja, ganz genau deshalb lese ich immer nur den Kulturteil der Zeitung. Altes und neues Talent glänzten auf dem Frühlingsfest. Anmerkungen des Redakteurs. Die folgende Rezension wurde vor den Ereignissen der Stadtratsversammlung am Dienstag eingereicht. Für diesbezügliche Berichterstattung siehe bitte A1, A2, A3, B1, C, bla 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 und E2 und so weiter. Ein überraschender Neuling und eine dramalige Veterane verbünden sich unter den Sternen. Das Frühlingsfest am Samstag, um mit Musik Magie zu schaffen. Alex Shane, deren Bruder Gabe Shane, langjähriger Barkeeper einer Black Lantern, vor einem Monat bei einem tragischen Unfall getötet wurde, verzauberte die Menge mit ihrem leidenschaftlichen Gesang und ihrem kraftvollen Gitarrenspiel. Es ist eine Weile her, seit ich das Frühlingsfestpublikum so ungezwungen zusammen tanzen sah, sagt der örtliche Schriftsteller Jesse McPherson. Es war magisch. Steph Gingrich, KACT-DJ und tragende Säule der Frühlingsfestbühne, spielte Schlagzeug. Trotz der Behauptung des Duos, dass ihr erstes gemeinsames Spielen war, eingeschlossen Übungsstunden. Die Reporterin dieses Artikels ist etwas skeptisch, war die Chemie unstreitbar. Ich denke, ich spreche für alle Anwesenden, wenn ich sage, dass ich hoffe, dass dies der Beginn einer neuen Frühlingsfest-Tradition ist, die viele Jahre anhalten wird. Gebeugt, aber nicht gebrochen, Haven wird überleben. Das Bild von Heaven Springs als idyllischer Zufluchtsort, einer Oase von Gemütlichkeit und Anstand, die selig vom Tumult der Außenwelt abgeschnitten ist, wurde am Sonntag zerstört. In Wahrheit gab es dieses Haven, außer auf Postkarten und laut, dem Touristenzentrum nie. Obwohl wir in der Vergangenheit schon Probleme überstanden und Dämonen bekämpft haben, wissen wir, dass dieser Typhon-Skandal eine einzigartige Narbe auf der Seele unserer kleinen Stadt hinterlassen wird. Nicht nur wegen dem, was vorgefallen ist, so furchtbar die Details dazu auch sind, sondern wegen der involvierten Personen. Ein junger und beliebter Barkeeper, eine respektierte Karrierefrau und der meistverehrte Patriarch der Stadt im Zentrum des Ganzen. Jed Lucan befindet sich derzeit im Staatsgefängnis von San Michael. Er steht derzeit wegen Selbstmordgefährdung 24 Stunden unter Beobachtung. Doch wir beginnen gerade erst, den Schaden zu verstehen, den er diese Stadt zugefügt hat. Den er uns... Mann, jetzt tut er mir auch schon wieder leid, weil er selbstmordgefährdend ist. Aber was... Mann, was soll ich denn sagen? Jetzt... Ja, selbst sein eigener Sohn, er ist jetzt ganz alleine. Aber das, ich meine, wenn man das so sieht, ich meine, nee, ach, jetzt könnte ich wieder von vorne anfangen. Ich habe euch gesagt, wieso ich mich so entschieden habe. Und dann ist,
Doch angesichts dieser gewaltigen Unheit sagen wir, Haven wird überleben, wir werden vielleicht noch stärker, aber ein wenig weiser sein, sobald wir dies überstanden haben. Und das wird. Und das werden wir nicht, weil es einfach ist, sondern weil wir keine andere Wahl haben. Dies ist unser Zuhause. Genau so sieht's aus. So, Von Gartenzwerg. jemandem, dem du vertraut hast, als verrückt bezeichnet zu werden, ist das Schlimmste. Das hat echt wehgetan. Ja. Schon mal eine Spitzhacke geschwungen, Mr. Chen, John. Und nein. Aber ich kann hart anpacken und lerne schnell. Und ich habe nichts gegen Überstunden. Wartet zu Hause niemand auf Sie? Nein, Sir. Nun, John, damit sind Sie jetzt ein Höllentaucher. Wow, der hat uns ja eigentlich, im Prinzip hat er uns ja auch verheimlicht. Notiz. Du bist immer noch auf meiner Seite, was, Spike? Alex, die habe ich in jedes Haus gefunden. Ich denke, du solltest sie haben, Pike. Was denn? Den Gartenzwerg oder was meint er jetzt? Stand doch vorhin schon da. Schreien. Ich werde nie verstehen, was da unten mit mir passiert ist. Aber ich werde immer dafür dankbar sein. Als wenn er das schon wusste, ne? Mit dem Streichholz. Gut, dass ich all meine Typhon-Aktien verkauft habe. Ich bin mir sicher, dass meine Stimme schon von allen gehört wurde, die sie hören mussten. Denver Tribüne oder Tribüne anfangen für einen Kommentar, bla bla bla. Alex, ich nehme an, dass du meine anderen Nachrichten und Sprachnachrichten erhalten hast. Ich bitte dich um 10 Minuten deiner Zeit. Wir drucken um 8. Bitte lass mich dir helfen, deiner Stimme Gehör zu verschaffen. Alissa, kenn ich. Ist es komisch, dass mich der Teil mit der unscheinbaren Kneipe am allermeisten stört? Na gut. Wir hören uns mal das Gespräch mal ab. Ich weiß jetzt, dass es falsch war, nicht gehandelt zu haben, obwohl ich von der Ungerechtigkeit wusste. Ich weiß, dass ich den ungeheuren Schmerz und Verlust nicht ungeschehen machen kann. Ich bitte nicht um Vergebung. Erwartet Dan? Dan? Wie heißt? Die einzige Person, die mir vergeben könnte, ist tot. Vielen Dank. Am Ende gibt es keine Gewinner. Nur noch mehr schmerzhafte Wahrheiten. Absolut. Ach, Alex. Du hast so recht. Falls diese Gitarre mir wieder Rätsel stellt, werde ich sie ohne zu zögern aus dem Fenster werfen. Nein. Das ist von deinem Bruder, hallo? Gehen wir erstmal nach oben? Ja, oder? Hey, Steph. Alex, warte. Bevor du etwas sagst, hör mir bitte erst zu. Okay. Was du getan hast auf der Ratsversammlung. So was Mutiges habe ich noch nie gesehen. Deshalb will ich auch so mutig sein. Also, hör mir zu. Ich will mit dir zusammen sein. Ich meine, ich scheiß auf meine Musik und die Weltreise. Nein, nein, nein. Also eigentlich nicht, aber ich will's nur mit dir. Und wenn du lieber hier bleiben möchtest, dann... Scheiß drauf. Dann bleibe ich auch hier. Oh, ich krieg grad Gänsehaut. Es ist noch nie eine Person reingestürmt, um mir zu sagen, dass sie mit mir zusammen sein will. Ja? Wie ist das so? Das hat sich Alex so verdient, ey. Wirklich nach dem Ganzen. Oh, Steph. Du bringst mich echt durcheinander. Gut. Das war der Plan.
Du weißt ja, wo ich bin. Viel Glück, Chen. Danke, Steph. Sie hat jetzt ihr Busticket zerrissen? Was ist, wenn ich mir... Oh, egal. Aber ich wollte jetzt noch gar nicht runter. Hä?